So, dann holen wir den ersten Stempel ab für dieses Video und das wird der letzte Forschungsdurchbruch des Jahres. Und natürlich werde ich euch zu den Weihnachtsevents noch einige Highlights-Videos raushauen. Mal gucken, wie viel ich schaffe, was ich für Highlights habe. Je nachdem, wie viel ich an Clips bekomme. Es gibt ja ein paar neue Pokémon, die von der fünften Generation eingeführt werden, wie Petsmeef, ein Damiaplex mit Weihnachtsmütze, Pikachu natürlich auch wieder, neue Shinies, Fekometri wird exklusiv eingeführt und dieses Zigzag ist leider schlecht. Also mal gucken, was da alles so kommt. Und ja, den verschicke ich natürlich. So, der nächste Stempel. Das geht langsam auf den letzten Forschungsdurchbruch des Jahres zu und hier ist ein Tragosso drin, das wir mal fangen. Und ich bin mal gespannt, was für ein legendäres Pokémon mich als letztes erwartet. Ich hoffe, es wird ein cooles, gutes in Shiny oder in 100%. Das wäre nochmal ein geiler Jahresabschluss. Aber das müssen wir sehen. Wir müssen es sehen. Es sind nur noch ein paar Tage. Und ja. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Da sind nochmal Aufgaben, wo ich Bälle bekommen könnte. Und dann verschicken wir das Tragosso bei. So, dann holen wir uns jetzt den dritten Stempel ab. Das heißt nur noch viermal Stempel. Und dann gibt es das letzte legendäre Pokémon in diesem Jahr. Für mich im Forschungsausspruch. Und hier kriegen wir einen Rosana. Okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Stimmt. Doch, ich weiß es doch wieder. Ich habe dreimal in einer Arena kämpfen oder gewinnen müssen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall irgendwas mit kämpfen oder gewinnen in der Arena. Dafür gibt es Rosana. Ist jetzt nichts Krasses und Spektakuläres. Bleibt auch im Superball drin. Bewertung wird abgecheckt. Und ja, ich bin mal gespannt. Denn ihr wisst ja auch, bald geht dieses Weihnachtsevent los. Nicht mehr lange. Und dann haben wir es gefangen, aber leider nur zwei Sterne, also wird es verschickt. So, wir kommen immer näher dem nächsten und letzten legendären Pokémon aus dem Forschungsdurchbruch für dieses Jahr, denn wir sind schon beim mittlerweile vierten Stempel angelangt. Da ist ein Mankey drin, was aggressiv ist, was ich nicht getroffen habe. Deswegen versuche ich es nochmal mit dem Pokéball zu treffen. Och Mann, Mankey, ich will keine Beere werfen, nur für dieses aggressive Mankey, also komm. Ich will keine Berge für dich werfen jetzt, aber einfach fabelhaft. Warum nicht direkt so? Warum nicht so direkt so? Bleibst du drin? Bewertung, kein Plan, ob es gut ist. Deswegen zeige ich euch die nochmal kurz, ganz entspannt hier. Wir schauen einfach mal. Bewertung. Naja, ist schlecht. Wird verschickt, das gute Menki. So, dann schnell noch für den fünften Stempel 5 Superbälle abholen. Und dann gucken wir, was wir morgen aus dem sechsten Stempel bekommen. Abgeholt, die Superbälle. So, den nächsten Stempel. Stempel Nummer 6. Das heißt, noch einmal Stempel, dann kriege ich mein letztes legendäres Pokémon und meinen letzten Forschungsdurchbruch für das Jahr 2019. Hier haben wir ein Schneebedeck. Wir fangen es mit großartig. Hoffentlich bleibt es zum ersten Mal drin. Und dann könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie war euer Jahr 2019 in Pokémon Go? Ihr habt ja meine Videos verfolgt. Ihr wisst es ja, wie es bei mir war. Ansonsten kann man es ja nochmal die Videos, die ihr am interessantesten findet, nochmal nachgucken. Und die Bewertung ist hier ganz okay. So, dann öffnen wir hier das nächste gleich am Forschungsdurchbruch. Aber erstmal müssen wir hier die Quest abholen mit Schneebedeck. Und dann schauen wir mal, was das letzte legendäre Pokémon des Jahres aus dem Forschungsdurchbruch wird. Genau. Ich bin echt gespannt. Ich bin gehypt. Und dann im neuen Jahr können wir uns das nächste holen und mal gucken. Genau. So, Schneebedeck wurde auf jeden Fall gefangen. Bewertung ist die ganz okay, kann man aber verschicken, geht besser. Und jetzt, aus der Kiste, was kriege ich? 2000 Sternstaub, 20 Pokébälle. Okay. Und Begegnung beginnen. Groudon. Wunderbar. Ich werf einmal eine Sananabeere. Oh, shit, ich muss gleich die goldene werfen. Ich hab halt nix mehr. Einfach fabelhaft. Okay, vielleicht bleibt er drin. Ich habe halt keine Bälle mehr. Ich habe so viele Bälle im Event verschmissen. Das Event ist gut, aber im ersten Wurf war er drin. Wunderbar. Denn viele krasse Pokémon, wo man gute Bälle braucht. Viel Sternstaub. Lehmschuss, Erdbeben. Hat ja noch ganz okay. Geht natürlich besser, aber okay, kann man mit leben.